Wir sehen uns in diesem Tutorial-Video an, wie wir in tatsächlich weniger als 3 Minuten eine Treppe über 3 Stockwerke direkt aus der Punktwolke heraus einmessen. Das PointCap for Revit-Plugin verbindet dazu die Fähigkeiten der Punktwolkensoftware PointCap mit Revit. In den 2D-Ansichten von PointCap werden wir viel einfacher, schneller und sicherer manövrieren, als das in der 3D-Punktwolke möglich wäre. Zuerst messen wir die Ebenen unseres Treppenhauses ein. Dazu legen wir 4 Ebenen in Revit an. Die Messpunkte holen wir uns aus der PointCap-Standardansicht von links, die PointCap ganz automatisch bereitstellt. Als nächstes erstellen wir die Modelllinie. Wir wählen die unterste Ebene aus und die PointCap for Revit-Funktion Modelllinienprojektion. In PointCap wechseln wir in den ebenfalls automatisch vorhandenen Grundriss. Wir messen jetzt die Länge und die Öffnung unserer Treppe ein. Durch Schließen wird unsere Messung in Revit übernommen. Für die Konstruktion benötigen wir noch die Stufenbreite. Mit dem Revit-Werkzeug Treppe erstellen wir jetzt mit den übernommenen Maßen unsere Treppe und richten sie an unserer Modelllinie aus. Da wir hier einen gleichmäßigen Aufbau der Treppe haben, führen wir die Konstruktion genauso für alle Stockwerke weiter. Die Gesamthöhe legen wir zum Abschluss durch die oberste Ebene fest. Und das war's. Die Stufenanzahl wurde bei unserer regelmäßigen Treppe entsprechend der Treppenlänge und den Voreinstellungen für die Stufen automatisch erzeugt. Der Handlauf wurde ebenfalls automatisch entsprechend den Treppeneinstellungen erzeugt. Wir haben für unsere Treppe nur 2 Minuten und 40 Sekunden benötigt. Natürlich sind auch noch Anpassungen oder Detaillierungen in Revit möglich. Wir können eine Treppe auch Stockwerk für Stockwerk oder Stufe für Stufe mit den For Revit-Funktionen für Modelllinien und Marker einmessen. Weitere Beispiele für die Anwendung dieser Funktionen finden Sie in unserem Videotutorial über Marker und Modelllinien.